Kaito ist ein gewitzter Geschäftsmann, der schon so manchen über den Tisch gezogen hat. Dabei ist ihm beinahe jede Methode recht. Er ist sehr direkt und kann gut auf Leute zugehen. Häufig arbeitet er dabei mit seiner Frau Ayaka zusammen. Sein Leitfaden? Nur die Korrupten ausnehmen, die es verdient haben. Auch wenn er sehr skrupellos wirkt, hat er durchaus einen Grund, so viel Geld zu scheffeln. Ursprünglich kommt er aus ärmlichen Verhältnissen und möchte mit seinen Gewinnen seinem Heimatdorf helfen. Das Land soll nämlich schon bald verkauft und das Dorf entfernt werden. Er hofft während dieser Reise, den legendären Geschäftsmann Fred zu finden, der sich irgendwo in der Höhenregion aufhalten soll, um von ihm zu lernen. Ayaka hat Kaito einst beobachtet, wie dieser ein Geschäft abschloss und hat ihn allein beim Zusehen aus der Ferne sofort durchschaut. Dennoch haben seine Methoden sie sehr beeindruckt. Sie beschloss, ihm fortan zu helfen. Ayaka ist eine Expertin darin, andere psychisch zu beeinflussen und verfügt über eine große Menschen- bzw. Pokémon-Kenntnis. Und falls sie gegenüber doch mal nicht so will wie sie, hebt sie auch schon mal lächelnd die Faust. Sie lächelt eigentlich immer, ob sie nun fröhlich ist oder kurz davor ist, jemand eine zu verpassen. Gruselig. Sie hat nur Kaito, ansonsten weder Familie noch Freunde und war eigentlich ihr ganzes Leben lang allein. Sie wünscht sich während dieser Reise endlich eine Erfüllung für sich zu finden. So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Omega Rubin Wanda Wedlock Challenge. Oh yeah, im letzten Part haben wir unser Team vervollständigt. Ihr habt gerade eben schon im Intro gesehen. Ich darf nochmal herzlich willkommen heißen. Kaito, das Ignivor, wo sind sie denn? Und Ayaka, das Schnäppke. Sehr schön, ich habe alle auf Level 8 trainiert, also alle, habe die beide auf Level 8 trainiert, damit sie mithalten können. Wirklich Veränderung gab es nicht hier, wurde Doppelteam gelernt und ja, ich habe eine wundervolle Nachricht, Leute. Ich bin tatsächlich dazu in der Lage, recht früh an einen Funkelstein zu kommen und zwar per Supertraining, indem ich das Galagladi-Training mache. Und das werde... Wow, wie hat der mich gesehen? Der guckte mich von der Seite an, egal. Das werde ich auch definitiv tun. Mal gucken, ob ich mir dafür irgendwie ein Pokémon rüber tausche oder irgendwie sonstiges, damit ich die Pokémon hier nicht... Oder ob ich das in eigenen mache, wegen den EVs halt entsprechend, ne? Damit wir... nicht zu krass werden. Ich weiß ja nicht, wie viel Einfluss das hat. Wobei, am Anfang soll es eigentlich noch nicht viel Einfluss haben. Also können wir das genauso gut eigentlich auch mit den Pokémon machen, die wir hier haben. Mal schauen. Jedenfalls werde ich mir ziemlich bald einen entsprechenden Stein organisieren. Darauf könnt ihr euch ziemlich sicher sein. Um dann ein Schnäppke zu bekommen. Jawohl, was steckt da stark? Der Angriff gerade, der Fluchtwert sinkt. Ja, das ist in Ordnung. Buh. Ich habe Schnäppke übrigens Ayaka genannt, einfach weil... als Anlehnung an Aya aus Pokémon Conquest, weil ihr Signatur-Pokémon ist ja Schnäppke, beziehungsweise halt Frustedia. Wenn ich dauernd verliere, wird das natürlich nichts mit dem beliebt werden. Tja, dumm gelaufen. Tja, dumm gelaufen. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ich werde mir auf jeden Fall einen Funkelstein sehr, sehr früh holen und ihn schon, ja, innerhalb der nächsten Parts anwenden, damit wir einen Frustedia haben werden. Das wird sehr, sehr episch, da freue ich mich drauf. So, aber jetzt wollen wir erstmal mit ihm weiterkämpfen. Okay, ich muss nach wie vor überlegen, wie ich das mache. Mit dem ersten Arena-Leiter. Ob Edward das schafft, werden wir sehen. Hier spricht das Blütenburg-Kommando. Könnt ihr mich hören, Kommandantin Jördes? Ich habe leider schlechte Neuigkeiten. Die Mission ist fehlgeschlagen. Wir sind auf unerwartete Probleme gestoßen. Jawohl, ja, verstanden. Ich werde weitere Nachforschung zu jener Energie anstellen. Puh. Die kommt mir bekannt vor. Dieser Trainer hatte ganz schön was auf dem Kasten. Naja, der Kampf war ganz schön knapp und wir haben zwei Pokémon eingesetzt. Also, einen wirklich fairen Richtwert gibt das jetzt nicht. Hey, wie läuft's? Ich liebe es, mit Lungen aus dem Hals zu schreien und dem Elch um meine eigene Stimme zu lauschen. Hier, das schenke ich dir. Also benutze es auch. Und dieser TM kannst du Pokémon eine Attacke beibringen. Wer der es mit seiner Stimme angreift. Früher hast du mir Kugelsaat gegeben. Wenn du mit dem Ernst dann einsetzt, wird sie doch effektiver. Also, Hand auf. Widerhall. Sehr schön. Ein Tipp noch. Du kannst jede Terms so oft ansetzen, wie du willst. Also expandiere ruhig ein bisschen herum. Das werden wir mit Sicherheit früher oder später noch tun. Aber erstmal werden wir das Bäumchen hier pflücken, beziehungsweise den ganzen Baum fällen. Wenn man sich mal anguckt, dass das Teil eigentlich danach direkt komplett verschwindet. Kann man das schon eher so formulieren, nicht wahr? So, nochmal Sinelbeeren. Ich werde auch auf jeden Fall Sinelbeeren mitnehmen. Also, ich überlege derzeit wirklich noch, ob ich es einfach auf Level 10 versuche. Damit mein... Team ja auch noch gehorcht. Bum, bum, da liegt noch was. Das ist übrigens keine neue Route, Leute. Das ist immer noch die gleiche Route, auf der wir eben unten waren. Das ist immer ein beliebter Nuzlocke-Fehler. Ich glaube, den habe ich damals auch mal gemacht. In meiner allerersten Smaragd
Nuzlocke, wenn ich mich nicht täusche, du bist entkommen. Danke, danke, danke. Immer wieder gern. So, dann war da X-Angriff. Die dürfte ich ja rein theoretisch auch im Kampf benutzen, also vielleicht muss ich auch damit arbeiten, weil ich möchte ungerne... Ich habe ja im letzten Part gesagt, wir müssen mal schauen, wie wir das machen oder ob ihr Vorschläge posten könnt. Hoppla. Die Sache ist nur, ich bin jemand, ich möchte ungern jetzt einfach nur für diesen Sonderfall irgendwie eine Extra-Regel einwerfen. Mal schauen, ne? Noch sind wir ja nicht da, aber ich denke mal, relativ bald werden wir zu dem Punkt kommen, an dem wir diesen Arena-Leiter, diese Arena-Leiterin herausfordern können. Und super Tank, sehr schön. Vielleicht schaffe ich das ja auch auf Level 10, ich weiß es nicht. Aber müsste man mal schauen. Werden wir dann herausfinden. Vielleicht ist die CPU auch einfach wieder völlig bescheuert und behämmert und setzt die ganze Zeit nur Härtner ein oder... Ja, wobei Tackle würde auch ziemlich wehtun. Hauptsache nicht Felsgrab gespamme, das tut nämlich uns ziemlich weh. Und zwar nicht zu knapp. Das kann ich schon mal versprechen. So, die Trainer hier sind noch ungefähr jetzt auf unserem Level. Hallo, das Schicksal hat uns zusammengeführt. Darf ich um einen Kampf bitten? Ich habe am Anfang gerade mal eine sehr unpassende Stimme gegeben. Das tut mir leid, Ma'am. Liebe Patricia... Mit deinem Zickzack. Ja. So, was hast du? Level 9? Level 10 sogar. Meine Güte, das wird ja immer schlimmer hier. Aber ich habe Flammkörper. Das heißt, falls du mich antackelst, was du gerade tust, verbrennst du dich zu einer hohen Wahrscheinlichkeit selber. Was? Ich habe ihn nicht verbrannt. Bam. Das Problem ist, jetzt am Anfang wird Ignivor, denke ich, noch richtig gefährlich für unsere Gegner sein. Aber ich sehe auch schon direkt das Problem. Und zwar, ich glaube, Ramoth entwickelt sich auf Level 59. Das heißt also, das Level-Limit von Troy. Mit anderen Worten, falls Kaito so lange überlebt, was wir für ihn hoffen, immerhin hat er, wie alle anderen in unserem Team, eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Naja, dann wird er halt sich erst ganz zum Schluss entwickeln können. Hey, aber na gut, wir haben schon das Unmöglichste überlebt, ne? Damals hat auch keiner von euch damit gerechnet, dass Pearl es überleben würde bei unserer X-Wedlock, wenn ich da nochmal nebenbei dran erinnern darf. Nitroladung! Katsching! Katsching, bin ich ein Nopon oder was und rieche Geld? Nein. Naja, wo war ich? Irgendwo. Wow, Kaito riecht aber Geld. Holy moly. Das tat weh. Weißt du was? Ich kann eigentlich. Wobei, nee, warte mal. Wir können so überprüfen. Diese Crits hier schon wieder, ne? Ich habe also hab nicht hingeguckt, aber ich denke mal, das war ein Crit, weil das war ziemlich viel Schaden. Also ich bin ja auf jeden Fall schneller, also. Kann, aber ich weiß nicht, ob er Ruckzuckieb kann auf dem Level. Das wäre ehrlich gesagt ein bisschen zu heiß. Bevor ich ein unnötiges Risiko eingehe, benutze ich lieber einen Trank. Also den Trank des Kampfes, so. Das Heil-Item des Kampfes, so wollte ich sagen. Meine Güte, bin aber meine Zunge gestolpert hier. Also, ne, bevor jetzt irgendwie Ruckzuckieb kommt oder so, wobei er das wahrscheinlich eh schon längst eingesetzt hätte. Aber trotzdem, wie gesagt, ne? Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Bim! Sehr schön verkokelt, Kaito. Good job. Good job. Oh, das besitzt jede Menge Erfahrungspunkte mal wieder. Tja, Patricia, du meine Güte. Hast du nicht erwartet, was? Na? Nun folgen Abschiede. Hoffentlich führt unser Schicksal wieder zusammen. Vielleicht eines Tages mal. Spielkategorie wird mir da unten vorgeschlagen. Wollen wir mit den beiden kämpfen wieder? Warum nicht? Hallo Göre, was hast du denn? So soll ich kämpfen oder lieber nicht? Ach was, ich kämpfe einfach. Mach doch. Ist gar kein Problem. Genau deswegen habe ich dich angesprochen. Weil wir kämpfen wollen. Mit einem Loturzel. Also jetzt nicht gezielt unbedingt mit Loturzel, aber da du Loturzel einsetzt, gebe ich mich damit zufrieden. Und wir kämpfen es einfach mal mit aller Macht. Also Scarlet, hau rein. Guck mal hier, du bist sogar vom Level höher. Schön. Ich bin mir mal so bedroht, wenn meine Gegner da... Gerade am Anfang, wie gesagt, so zwei Levelchen können schon mal viel ausmachen. Levelchen, wie putzig. So, sehr schön. Ich denke, Juan möchte auch mal wieder kämpfen. Also je nachdem, was gleich für ein Pokémon eingesetzt wird, tauschen wir mal wieder die Position. Und bing, sehr gut. Volltreffer. So wollen wir das sehen. So und nicht anders. Spezielle Erfahrungspunkte. Und das ist ein Knilz. Nein, ich vergesse es mal wieder. Gett hier ein Knilz hier, aber gut, okay. Panikon? Ich meine, Juan? Komm raus und zeige, dass du der Beste bist. Nach wie vor. So, Tackle sollte mehr Schaden machen, aber ich mache mal trotzdem Giftstachel. Nachdem wir das Knilz ja wohl gerade sagen. Sollte mir eigentlich auch nicht viel Schaden zufügen können. Aufgrund des Typs. Gott, das sieht echt gruselig aus, wenn es diesen Move macht. Okay. So, dann gehe ich jetzt mal zu Tackle über. Und klatsche dieses Knilz ganz, ganz schnell um, sodass ich nicht mehr... Du möchtest mir das nicht mehr an... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Damit ich mir nicht mehr ansehen muss, wie...
ihr namens Knilz besiegen muss. Und Egelsamen darf bitte, also bitte nicht treffen. Das könnte ziemlich blöd werden. Wir haben gerade gesehen, Juan macht nicht sehr viel Schaden. Dann denkt gerade, Mech hat gerade schon was zu heißen, der macht nicht viel Schaden. Dann guck mal hier, er gibt sein Allermöglichstes. Aber wir haben ja auch dann relativ bald schon einen Pudox, also muss er nicht lange in dieser Form verharren. Er meditiert sowieso nur, um seine True Form zu veröffentlichen. Spuren wird. Das ist nicht. Nee, das muss nicht sein. Knilz, du bist eh weg. So, sehr schön. Und ein Level Up rieche ich für unseren lieben Juan. Wow, guckt euch die Erfahrungspunkte an, Leute. Das ist aber echt angenehm. Das wird uns so viele Level-Sequenzen später ersparen. Hätte ich mich doch besser anders entschieden. Ja, hättest du mal besser getan, ne? Hättest du das mal besser gemacht. So, da oben wartet ein Doppelkampf auf uns. Den möchte ich mit den beiden machen, weil, wenn ich mich täusche, kommen da gleich Pflanzen-Pokémon. Möchte ich mich trotzdem mal heilen, das ist zwar nicht viel wachkommen. Man muss es ja nicht übertreiben, nicht wahr? Die schaffen das schon. So, Kaito, Ayaka, zeigt, was ihr drauf habt zusammen. Wir sind Zwillinge und deshalb kämpfen wir auch immer zusammen. Also gut, jetzt kämpfst du gegen unsere Pokémon. Ja, und meine Pokémon werden gegen eure Pokémon kämpfen. Richtig schön. Wie das in einer Wedlock ideal ist, wenn die beiden Paare, wenn die verpartnerten Pokémon zusammen antreten dürfen. Los, Kaito und Ayaka! Das Samozul ist gefährlicher, weil es eine Wasserattacke beherrscht. Deswegen wollen wir uns darum mal zuerst kümmern. Greife ich nicht sogar beide? Ja, wollte sagen, wahrscheinlich müsste sogar beide treffen, ne? Wusch! Das Samozul, guck mal, das muss ich vielleicht gar nicht mehr gezielt einzeln lang, aber sehr schön. Gut, ne? Man musste ja. Oh, das war ein Volltreffer. Man muss ja nicht unbedingt riskieren, hier eine sehr effektive Attack zu kriegen. Also, ihr Pflanzen-Pokémon, nehmt euch in Acht vor diesem Paar hier. Definitiv. Allerdings, oh, ich habe jetzt schon Angst vor Gesteins-Pokémon, Leute. Das wird uns so, ja, fertig machen gegen die zwei hier. Aber hey, wir müssen einfach nur aufpassen und genau unsere gegnerischen Trainer beobachten. Wobei, spätestens wenn wir bei Astrainern ankommen, wird das auch nicht mehr viel helfen. Oder gegen gewisse Kampf-Pokémon. So, wenn wir uns zu Frostedi entwickeln, was dann hoffentlich ja bald passiert, werden wir Tastfluch bekommen. Weil Gefühlswippe müsste die versteckte Fähigkeit sein von Schnepke und die versteckte Fähigkeit von Frostedi ist Tastfluch. Finde ich ziemlich gut, könnte in einer Nuzlocke extrem praktisch sein. Bringen wir auf jeden Fall praktisch als Schneemantel, weil wir die wenigste Zeit im Hagel kämpfen werden. Eissplitter. Nice. Ja. Ja, wer weiß, Doppelteam könnte vielleicht sogar mal nützlich werden. Zack, und erlernt den Eissplitter. Mal schauen, ob was Frostedia für Attacken erlernt, also was, welche Attacken früh kommen. Und dann sollte ich vielleicht schon, am besten im nächsten Part, mal gucken, dafür sorgen, dass wir ein entsprechendes Pokémon bekommen, also einen entsprechenden Funkelstein. Also wollte die Attacken gerade neu sortieren. Die Attacke neu sortieren, bitte einmal. Dankeschön. So, da oben ist ein Angler. Ich bin nicht sicher, ob ich den herausfordern möchte mit Sophie. Wobei, der hat bestimmt doch Carpador. Ich kann ja mal langsam vortasten mit Edward. So, dann haut mal rein. Guck mal, es geht jetzt schon los. Jetzt muss er sie beschützen. Wie bitte? Du hast doch viel von mir gehört. What? Und habt ihr die Story gehört von den beiden? Carpador, okay, ja, sehr schön. Sehr gut. Mal gucken, wie viele spezielle Erfahrungspunkte uns ein ganz normales Carpador bringt. Ich denke übrigens, die ganzen Trainer, die ich unten ausgelassen habe, ich denke mal, die werde ich bekämpfen, sobald wir den ersten Orden haben und da oben alles erledigt haben. Also wenn wir quasi sowieso auf dem Weg zum zweiten Orden sind, dann werde ich das, denke ich, in Angriff nehmen. Ruckzucki! Boom! Kommt doch eben nicht ruckzucki sofort. Komm mal, zack! So noch krass, dass wir einen Starter gegen einen Starter getauscht haben. Das ist echt awesome. Wunderbar. Und damit kann sich direkt wieder zurück in deine Pokéball zurückziehen. Bom. Wow, das ist ziemlich viel. Muss ich mal nebenbei anmerken. Für ein wow! Level uns nicht davon hier. So, dann darfst das jetzt mal du machen. Sophie, du bist ja noch immer am niedrigsten vom Level, aber das Carpador wird wahrscheinlich sowieso nichts anderes einsetzen. Also besteht nicht irgendwie Gefahr, dass du vielleicht unerwartet von irgendetwas getroffen wirst. Was mache ich denn da? Ja, Antikraft hier. Vielleicht kriege ich den Werteboost, Leute. Vielleicht kriege ich den Werteboost. Na, 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 na. Und bam! Voll auf die Mütze wieder. Dann macht er dann nicht allzu viel Schaden. Aber hey, wie bereits gesagt, wir haben nichts zu befürchten.
Dass wenn Tackle kommt, wird er wahrscheinlich so gut wie gar keinen Schaden verursachen. Ich glaube, ich gehe gleich beim nächsten Carpador zu Bodycheck über. Da sollte ich nicht ganz so viele Angriffe benötigen wie jetzt gerade. Bam, Antikraft. Sehr schön. Und wieder ganz viel Erfahrungspunkte. Ja, aber nicht genug. Nicht genug. Mein Mann, ich muss echt aufpassen, wenn ich das mit Edward probieren möchte in der Arena. Darf ich jetzt am besten gar nicht mehr mit ihm kämpfen. Außer vielleicht mal gegen die Vortrainer oder so. Oh, ausgewichen. Das ist aber nicht nett. Boink, boink, boink. Platscher. Ja, gleich Platscher. Hier, da kannst du platschen, wie du willst. Kannst du platschen, bis du schwarz wirst. Platscher, Platscher. Aber gut. Vielleicht möchte er am iPhone sagen, er wäre gerne ein Platscher-Freund mit mir. Und da sage ich nicht nein. Wer wäre nicht gerne mit einem Carpador befreundet? Crit. Also bei uns, auf unserer Seite fallen aber auch ganz schön viele Crits, muss man mal sagen. Aber es gefällt mir nach wie vor nicht. Ne? Ich würde lieber ganz auf Crit verzichten, als dass es auf beiden Seiten nur so hagelt. Pulverschnee, sehr schön. Wo wir gerade von Hagel reden. Ja, 40 und speziell. Ich meine, das Pokémon hier ist nicht speziell. Ich glaube, ich nehme die Attacke nicht mit. Nee, Eisspeer hat sowieso 100 sogar. Naja, komm, Eisspeer ist besser. Nee. Brauchen wir nicht. Ich habe gerade erst realisiert, dass wir zwei Eis-Pokémon zu Beginn des Spiels im Team haben. Das ist irgendwie auch mal krass, oder? Ich dachte eigentlich, wäre recht stark, aber das war enttäuschend. Kein Problem, das dachten schon viele Carpador-Trainer vor dir. Mach dir nichts draus, ist kein Problem. Na, komm schon, ich will die Pokémon tauschen, so, das wollte ich sagen. Okay, Ayaka ist schon kurz davor, mir nicht mehr zu gehorchen, bis wir den ersten Orden einsammelten. Hallo, was möchtest du denn da? Ohne Maronbeere, sehr schön. Ja, wir haben Sinelbeeren. Vielleicht werden die uns auch nochmal ein bisschen das Geschehen retten. Sobald es dann in die Arena geht. Ich werde gleich mal gucken, ob ich die Arena schon direkt am Anfang herausfordern könnte. Irgendwas sagt mir, dass dem so war, aber ich bin nicht sicher, muss ich doch mal sagen. Ich bin nicht sicher. Vier Siedelbeeren. So. Na gut, dann werden wir aber schon direkt in der nächsten Stadt, in Metaross City. Ein Pokémon-Supermarkt. Du willst nicht kämpfen, oder? Du hast also auch bis nach Metaross geschafft, Sapphire. Ja. Was für eine riesige Stadt. Dagegen wirkt Wurzelheim echt ab. Stinkt Wurzelheim echt ab. Da ist die Leute schon gewusst, hier gibt es eine Pokémon-Arena. Ja, und wie ich das gewusst habe, da mache ich mir schon seit 1000 Parts Gedanken, obwohl wir noch nicht so lange dran sind. Die steht natürlich ganz oben auf meiner Liste, aber zuerst fange ich mir noch ein paar Pokémon. Bis später. Puh, Glück gehabt. Aber nee, der will da nicht kämpfen. Dann gehen wir mal ins Pokémon Center und heilen unser Team. Und ich schaue direkt mal als allererstes wirklich, glaube ich, ob ich in die Arena rein theoretisch schon rein könnte. Mal da ein bisschen für Thresh zu sorgen. So. Da hier war die Arena nicht. Hier war die Arena doch gar nicht. Herr Shomaru, wenn ich bitten dürfte. Ich kann tatsächlich schon direkt rein. Oh, guten Tag. Ich dachte gerade schon, ihre Beine wären unsere Schleife. Ich war etwas verwirrt. Du bist eine neue Herausforderin, stimmt's? Ich bin die Arena-Trainerin von Metaross City. Mein Name ist Felicia. Ich bin Arena-Leiterin geworden, um das Wissen, das ich mir in der Trainerschule angeeignet habe, in der Praxis anwenden zu können. Wenn du mich in einem Pokémon-Kampf besiegst, übergebe ich dir einen Orden als Beweis deiner Stärke. Also fordere mich heraus. Ich freue mich schon auf unseren Kampf. Bis dahin. Hey, hast du mir was Wichtiges zu sagen? Hi, was geht ab? Vielleicht nur, gibt ihr mir irgendwas? Nee, das ist okay. Ich vergesse immer wieder, in irgendeiner Edition hat er einen immer ein Tafelwasser gegeben. Ich glaube, es war das nur die erste oder so. Ich vergesse nämlich immer tatsächlich, welche es war. So. Wir stürzen uns mal in den ersten Kampf und gucken, wie der so läuft, würde ich sagen. Du solltest uns unterschätzen. Werde dir zeigen, warum. Ja, okay, dann zeig mir mal, warum. Zeig mir mal, warum man Teenager Gaston mit einem kleinen Stern noch zwei. Mir wäre es eigentlich lieber, wenn sie nicht so viele Pokémon hätten, damit ich mir jetzt nicht so viele Level erreiche. Level 7. Okay, die sind vom Level her nicht so hoch. Die Vortrainer, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Sehr, sehr gut ist das. Okay, das macht schon mal auch sehr gut Schaden. Problem ist nur, das Haupt-Pokémon von ihr, also das Gnet, ist kein Bodentyp. Das heißt, da werde ich mit Eisspeer ja nicht viel reißen können.
muss halt echt Edward alleine machen am besten. So. Und da kommt wieder dein kleiner Stein. Der kleine, oh, der ist Level 9. Der ist schon ein bisschen krasser drauf. Ja, der ist schon ein bisschen krasser hier. Bam. Trotzdem. Ich überleg's mir bis zum nächsten Part hin, Leute, wie ich das handhaben werde, was ich da mache, wie ich mir meine Strategie zurechtlege. Eisspeer! Los, Sophie! Tu das, was du am liebsten tust. Sehr gut. Beschütze Edward. Eigentlich kämpft sie ja überhaupt nicht so gerne, ne? Ich meine, sie muss es häufig tun, um ihn zu beschützen, aber... Naja, sie tut, was getan werden muss. So sage ich mal. Yay! Ich hätte dich nicht unterschätzen dürfen. Hättest du mal besser nicht gemacht, richtig. Ja, zwei Trainer sind da noch auf dem Weg, die ich klatschen müsste. Ich benutze mal einen Trank. Oh nein, so, ich verschwende das doch nicht. Ich habe ganz viele Siedelbeeren. Ja, komm mal, 12. Kann ich auch eine Siedelbeere benutzen, so. Do. Einfach mal durchgehen. Ich könnte dem rein theoretisch auch ausweichen. Ich möchte es ehrlich gesagt ungern tun. Dann bekämpfe ich vielleicht... Ich wollte nicht speichern, Mensch. So, bekämpfe ich vielleicht erstmal sie jetzt hier noch. Und guck, was passiert. So, ich werde dir stärker das zweitbeste und schönes dieser Trainerschule spüren lassen. Hoffentlich hast auch du nur Kleinstein. Ariane, ja, du hast nur einen Kleinstein. Ein einzelnes. Ein einzelnes klitzekleines Steinchen. So, und auch dich werde ich natürlich sehr gut, ja, Level 10. Das heißt, ich erreiche auf jeden Fall mit Quiekel gleich schon das... kritische Level, sage ich mal, wo mir unser Pokémon gerade so noch gehorcht. Aber das wird das Wichtigste sein. Erstmal hier die entsprechende Trainer. Guck mal, der macht doch gar nicht so wenig Schaden hier, aber gut, ne? Aber gut. Ich werde mir was überlegen. Und ihr werdet dann sehen, was dabei rausgekommen ist. Habe ich eigentlich Blubber oder Aquaknarre? Ich habe Blubber, glaube ich, ne? Aquaknarre wäre mir ehrlich gesagt wesentlich lieber. Level 10, das heißt eins noch und schon gehorcht mir mein Quiekel nicht mehr. Enttäuschung pur, jetzt bin ich nur noch die Nummer 3. Dann schau mal, ein Quoxy, was? Froxy Aquaknarre lernen. Beziehungsweise, kannst du Blubber oder Aquaknarre? Das ist tatsächlich Blubber. Aber warte mal, Blubber ist ja ein bisschen stärker geworden. 40, okay, das ist in Ordnung. Damit kann man anfangen. Damit kann man leben. So, ich denke, den hier werde ich noch umklatschen, aber mit einem anderen Team, allerdings erst beim nächsten Mal. Ich werde mich jetzt erstmal ja schon wieder am Anfang der Arena stellen, sonst würde es aussehen, hätte man noch gar nichts gemacht. Und nächsten Part werden wir dann, denke ich mal, Felice herausfordern. Mal gucken, ob ich bis dahin trainiert habe oder nicht, das seht ihr dann. Bis dahin, Leute. Ciao.